So, den Timer schmeißen wir und dann gehen wir hier einmal rein mit dem Key. Das ist ein bisschen seltsam, wenn man den eigenen Key schmeißt, ne? So. Nicht zu sehr delayed. Also, Plan ist es jetzt hier am Anfang, den Big Pull zu machen. Mit HT. Oder Big ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Weil im Endeffekt... Mobster. Enrage. Kann ich mir die zweite Inka für oben auf behalten? Ich ziehe sie jetzt mal nicht, die zweite Inka. Ich spare mir die für oben auf. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Enrage. Ja, jetzt habe ich für die nächste Gruppe auch noch eine Inka. Das ist gut. Ich hätte sie jetzt ziehen können, aber... Okay, kommen sie alle, ja. Auf geht's. Also ich hätte jetzt auch gleich reinlaufen können, aber ich will immer bei den dicken Gruppen ticken warten zumindest. Shockwave. Geht die Shockwave hin? Ach, die geht hinten rein. Okay, passt. Teilweise siehst du die halt auch ein bisschen schlecht bei so vielen Gegnern, wo die Shockwave hingeht. Hat er sich jetzt von dem AE wegratzen lassen. Das ist schon mal nicht gut. Nein, interrupte den doch nicht. Jetzt läuft er durch alle Voids durch zu mir. Na gut, hat das nicht nur ein bisschen geheilt. Shockwave. Der hat beinahe voll reingelaufen, ne? Ja, es war schon gut, dass ich hier noch... Nein, der Speer, jetzt zieht er die wieder zusammen. Holy moly. So, wir gehen erstmal hier. Halt, halt, halt. Wir machen erstmal hier noch den Mob. Oh, ich habe gar nicht gefragt, ob noch jemand Nightfee ist. Fuck it. Jetzt brauche ich es gar nicht mehr ziehen. Ich ziehe es beim zweiten dann. Ja, wir haben sonst keinen Nightfilm mehr. Ist halt kacke, wenn ich da ganz den Boss in die Ecke rein ziehen muss. Ja, ich habe noch keine Inka. Spielen wir es mal safe. Wenn ich Inka gehabt hätte, dann hätte ich alle zusammen gepullt. Aber ohne... Wir haben es jetzt nicht ultra eilig. Also eigentlich schon, weil es geht auf Zeit, aber... No, jetzt hat er die gestunt. Ich wollte ihn gerade rausziehen. Enrage. Was zur Hölle? Trotz Inka. Ja gut, es sind nur zwei Mobs, ne? Enrage. Er kann ja noch Enrage runternehmen, der Hunter, ne?
Na, den kann ich nicht knocken. So, jetzt machen wir mal, jetzt gehen wir zu AK. Wir haben noch 6 Minuten. Ich denke mal, das brauchen wir für den Trash. Mal da HT ziehen. Das ist zumindest so ein bisschen mein Plan. Ich habe auch schon gesehen, dass Leute hier durchdingsen wollten zu HK. Ne, durchstaffen. Jetzt sind noch nicht alle da. Ja. Na komm rein da. Einmal das rentieren und einmal knocken. Ochse. Aber die Frage, gibt es auch? Ne, die geben keine Void, okay. Den Kleinen muss ich echt immer ein bisschen aufpassen. Hebe jetzt mein Interrupt extra auf bis zur Heilung. Interrupt. Ja, dafür. Und Vogue nehme ich jetzt für die nächste Gruppe. Run. Run. Nee, ist gerade mit dem einen, der ist ewig in der Pfütze drin gestanden, es kam nicht mit, nur ist ein Melee-Mob. Also irgendwie war da gerade ein bisschen Run. So half-buggy. Ich habe jetzt leider nichts, um... Nein, jetzt stunt er die, wenn der fast am Down gehen ist. Können sie gleich nochmal knocken? Okay, passt. Die anderen ziehe ich jetzt dann gleich um die Ecke. Das ist übelst blöd, die Fiole als Tank zu benutzen. Ich muss sie erstmal antanken und dann kann ich sie stunnen, ne? Interrupt. Run. Das ist so dumm, weil ich die halt dann ewig hier... ich dann da von den Viecher weglaufen muss und dann die, um die zu stunnen. Aber das, es geht schon, aber es ist halt blöd. Run. Muss jetzt halt mein Knockback auf jeden Fall aufheben. Ich den aus der Void gleich rausknocken kann. Nein, der ist immun gegen Knock, das ist so dumm. Super, wir haben natürlich den einen Mob, der immun gegen den Knockback ist. Ah, die. Ne, den einen kann man nicht routen, den Geist, okay, nevermind. Ich wollte gerade versuchen, ob ich die Geister routen kann, aber das geht nicht. Naja, gut, ein Ticken. Wir hätten vielleicht noch irgendeinen Trash machen können. Jetzt haben wir noch 40 Sekunden oder so Cooldown, aber dann können wir halt dann mitten im Kampf vertehen. Defensive.
Der Hexer da in der Melee-Range steht, finde ich nicht so geil. Defensive. Sollten hier mal den Urtypen töten. Nein, jetzt steckt er mich an. Defensive. Hier, geh doch weg. Ich muss halt aus der Void raus. Okay, jetzt haben wir HT an. Zum Glück haben sie das im Auge und muss es nicht schreiben. What the fuck, was ist denn mit meiner Maus los? Holy moly. Ihr gerade übelst rumgespackt. Übelst sich gedreht. Ich bin in die Void so reingelaufen, anstatt raus. Perfekt. Perfekt, so muss das sein. Ich hab mal die Woll gezogen, weil ich so einen Sohn an mir dran hab. Wir den mal hier auf die andere Seite. Defensive. Müssen mal ein bisschen schneller die Ads töten. Das Ding ist, ich kann da als Tank immer schlecht rangehen, sonst... Defensive. Werde ich angesteckt. Das ist immer echt ein bisschen kacke hier. Deswegen am besten Heiler und... Range Defensive. Möglichst weit weg, weil in der Midi-Range ist eh immer schon ein bisschen blöd. Wenn da schon zwei Leute rumhampeln. Da aber noch ein bisschen hoch. Keiner hilft den Heiler da hinten mit seinen Ads, ne? Defensive. Watch your feet. Hunter hat's noch gegrillt, ne? Die haben einfach nur auf den Boss durchgetunnelt und keiner hat die Ads mehr gemacht, naja. Niebleich, grüß dich. Perfekt, schön gegen die Mauer gesprungen. Ich roar hier mal. Wir können theoretisch, wenn es gut läuft, dreimal noch HT'en, ne? Ganz am Anfang. Jetzt hier auf Uptime HT'et. Natürlich wäre es besser, wenn wir es nicht müssten. Wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre, wäre das übelst bitter gewesen. Vor allem, wenn du hier stirbst, ne, dann landest du immer bei dem Boss, wo du warst irgendwie. Und das verwirrt mich total, weil das alles gleich aussieht. Ich denke dann immer, ich bin am Anfang, laufe dann erstmal noch weg, dann checke ich, ah, warte mal, ich muss umdrehen. Da bin ich immer komplett im Lost-Modus unterwegs. Bin hier immer zu schnell, weil ich halt instant aufmounten kann und ziemlich viel Movement-Speed-Scheiß habe. Bloß wenn ich den Roboter gleich hier schon pull, dann ist man ein bisschen blöd. Dann werden Nachzügler halt weggeäht, wisst ihr? Deswegen sollte ich das nicht machen. Ich kann jetzt hier hinpullen und dann rüber, weil sonst, wenn der eine reinkommt, dann wird er halt... Find shelter. Also normalerweise mache ich ihn an der Ecke. Aber... Also aus gutem Grund habe ich ihn jetzt hier gepullt, weil ich hatte ihn sonst immer in der Ecke, ne? Dann stellen wir uns da rein, einer kommt nach, läuft in den Raum rein und wird von ihm weggelasert. Und das ist das Problem, deswegen lasse ich ihn jetzt dahinter, weil irgendeiner ist immer langsam, ne? Der Hexer kam jetzt gerade erst. Jetzt kann man es wieder so machen wie immer, einfach... Oh, schau mal, der Volley hat nur einen Tick abgekriegt, das Half-Life. Schon krass, ne? Was das raushaut. Das ist schon krass. Ich bin überlegen, ob ich die alle zusammenpull. Find shelter. Ich glaube, ob wir safe spielen. Ich glaube, wir spielen es lieber safe. Alter, wie... Ach komm, Kollege. Why? Also das war jetzt... Hä? Er ist einfach zu früh rausgelaufen und ist gestorben. Schreibt LOL. Ja gut, der hat noch gecastet, nur hast sich wegbredeln lassen. War jetzt halt vielleicht nicht ganz so clever. Den Wauwau noch mit. Also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, die Bots können wir auch noch pullen, nein. Aber... Machen wir mal nicht. Ich spiel's mal extrem safe hier alles. Eigentlich, wenn du nicht Rips hast im Adenwald, oder halt hier in der Innie allgemein hast du eigentlich genug Zeit, ne? Aber oft pullt man dann zu viel. Ich habe Inka ready, denk, na, ich packe jetzt beide Gruppen. Dann delay ich jetzt lieber Inka, mach weniger Schaden. Und spiel safe. Run. Pot raushauen.
Run. Geh den mal lieber da ein bisschen raus. Der Hit gleich kommt, dass der Worry dann nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Run. Komischerweise, so ein Desorientier, also Run. ich kann den nicht CC'en, die Mobs, ne, aber die anderen kriegen ja irgendwie ein CC drauf, das verstehe ich nicht. Wo man gegen mein Desorientieren immun ist. Aber dieses, ich weiß nicht, vom Hexer oder von wem das war, das geht irgendwie, komischerweise. Also wenn du dies gibst, dann sparst du dir eigentlich richtig viel Zeit, aber... Find shelter. Das ist einer der abgefucktesten Mobs. Ich hab sonst immer noch hier einen mit dazu gepult, einen Mob, ne, dass man den derweil machen kann. Aber da ist auch schon eine Gruppe dran mal halb zerbrochen, deswegen mache ich das auch nicht mehr. Es wird easy gehen, meiner Meinung nach, ne. Pulst du einen kleinen mit, während du dich hier versteckst und Downtime hast, kannst du den anderen machen. Finde ich eigentlich eine gute Idee, aber da den dann keiner interrupted hat und dann hat er hier ein bisschen hohl gedreht, dann... Jetzt haben wir noch einen Tick. War ich doch einen Ticken zu früh draußen. Mein Köpfchen einen Ticken zu früh rausgestreckt. Und die einen Mobs werde ich jetzt auch einzeln pullen. Also ich bin der Meinung, dass das easy geht, die zusammen zu pullen, aber... Wir machen es jetzt hier safe. Interrupt. Was ist denn das eigentlich für ein Interrupt? Das ist vom Hunter, oder? Bin mir immer nicht so ganz sicher. Das ist vom Hexapad, das weiß ich, das kenne ich. Interrupt. Ja, das ist vom Charmian und ich habe jetzt auch interrupted. Ah, wir haben sogar einen Ingi dabei. Also wie gesagt, du kannst die easy eigentlich zwei zusammenpullen, meiner Meinung nach. Aber... Ich hab gewonnen, wir machen das jetzt hier hundertprozentig safe, wir machen die jetzt einzeln und gut ist. Ihr seht ja, dieses Desorientieren, das ist glaube ich die... Interrupt. Interrupt. Schau mal, Stunnen geht anscheinend auch, mein Desorientieren funktioniert aber nicht, komischerweise. Aber wir haben halt eine maximale Interrupt-Gruppe, ne, mit dem Shami-Heal. Kannst eigentlich alle Casts... negieren tatsächlich. Dann läuft doch gut, ne? Die Leute interrupten nacheinander. Da wird nicht Double, oder zumindest habe ich jetzt nicht oft gesehen, dass Double gedingst wird. Den hätte jetzt ich eigentlich machen können. Ich dachte mir, es kommt so irgendwann andere, spare ich mal meinen. Komm, interrupten wir den mal. Interrupt. Wenn, also, du kannst halt mit dem Wo theoretisch hier auch durchstealthen. Da sparst du halt richtig, richtig viel Zeit. Weil die Mobs, die bringen alle so gut wie keine Punkte und dauern alle ewig. Da bringt 1%. Da gibt's so komische Sträuße. Oder was sind das? Nee, das sind Kraniche. Die kannst du halt... Da bringt jeder auch das Gleiche. Und da kannst du halt 20, 30 zusammenziehen und weckerehen. Ist halt viel, viel sinniger tatsächlich. Ja, jetzt haben wir bei dem nächsten Boss noch keinen HT ready. Ist der jetzt da hinten ein bisschen verbuggt, oder? Hinter dem Geländer. Ich hoffe, der stirbt da jetzt auch. Musst du den ein bisschen wegkicken. Ich ziehe jetzt hier keinen Raw. Ich warte jetzt hier, keine Ahnung, das ist mir zu unsicher. Geht das mit dem Gate? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das geht. Ich habe es jetzt mal nicht benutzt, ehrlich gesagt. Es hat jetzt vielleicht eine Sekunde gebracht, wenn ich dadurch abrauche. Ah doch, wir haben HT gleich wieder, das passt.
Schauen wir mal, ob das Z hier richtig gespielt. Oh, ich wollte wieder Dings ziehen. Der eine steht auf jeden Fall schon mal in einem Ding drin. Ach, der Erdele wieder. Ne, ich dachte hier. Er kriegt von irgendwo Stacks. Ach, im Boss war, ist ein Ding gespawnt. Jetzt muss ich da aber rausgehen. Mit dem Hit. Interrupt. Das ist manchmal saublöd, wenn die Teile im Boss spawnen und du es so gut wie nicht siehst. Arrow? Fuck it. Ich habe jetzt gerade Hero im Chat geschrieben und droppt da weil übelst runter. Alter, die haut. Es ist nicht mal Buff-Woche, ne? Krieg halt richtig aufs Maul. Oder was macht der Heiler da? What the fuck, warum krieg ich denn so aufs Maul hier? Behind Boss. Nein. Oh. Defensive. Ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt extra nicht gecharged, dass ich in den Stun nicht reincharge. Fuck. Das ist der Spot, war jetzt aber just in time. Ich sag's euch. Das Ding ist auf der anderen Seite. Boah, ziehe ich hier nochmal Inka oder nicht? Interrupt 4. Fuck, jetzt bin ich in den Stun reingelaufen, weil ich wollte das Ding soaken, dass der Worry nicht zu viele Stacks. Nee, komm, scheiß auf. Scheiß drauf, saven wir das noch. Seht ihr, das ist jedes Makro-Reset hier, das ist so dumm. Danke fürs Followen. Adenwald muss ich halt jetzt vorsichtig spielen. Darf eigentlich keinen so einen Riesenpull machen. Ja, ja. War easy ready jetzt hier in P2. Es geht eigentlich gut aus, dass wir eigentlich bei jedem Boss HT ready haben. Können wir es echt auf Uptime ziehen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo der Große ist. Das wird jetzt dann gleich interessant. Weil den können wir dann gleich nicht wegstunnen. Da ist er. Don't report me for having macro to right-click. Und... Was hat er da? Anscheinend hat er irgend so ein Special-Macro. Easy Bombs, schreibt er. Keine Ahnung, was er da für ein Macro hat. Komm, ich zieh mal meine Convoke hier, dass ich die Gruppe mitteile. Alter, das war schon sauknapp. Ich hoffe, er hat jetzt gleich einen Link-Totem fürs Zweite. Sonst werden gleich Leute sterben. Er hat nochmal ein Geso aufgestellt hier. Naja. Da hätte jetzt wäre ein Link gut gewesen, ne? Das ist der Hunter genippelt. Abgenippelt. Abgenippelt. Schauen wir mal, jetzt haben wir halt den meisten Trash da drüben noch vor uns. Gucken wir mal. Das Schöne ist, ich kann jetzt hier einen Stun auf die draufhauen. Ja gut, im Endeffekt. Shockwave. Geht die Shockwave hin? Ich sehe es nicht. Geht die in mich rein? Nee. Da waren jetzt so viele Effekte. Ja gut, ob der Stun jetzt hier irgendwas gebracht hat. Ein paar Sekunden haben sie nichts gemacht, ne? Shockwave.
Wir da ein bisschen auseinanderkriegen, die Viecher. Bin da ein bisschen in den Voids drin. Zumindest der eine, aber Shockwave. Die da jetzt nicht raus. Die haben sich, glaube ich, kaum geheilt. Das hat schon gepasst. So, jetzt schauen wir mal, wie viel wir jetzt auf dem Walk of Shame verlieren, hier gleich. Wir haben jetzt so 17 Minuten. Also ich denke mal, ich kann die easy nacheinander pullen. Ich muss jetzt hier keine riesen Big Pulls machen. Hier hin. Na? Fuck, ich hätte nicht laufen sollen. Aber gerade so. Ich hätte aber warten sollen, ich war auch zu greedy. Das Gute ist, ich überlebe eins. Aber wir haben keinen verloren. Das ist ja schon mal was. Nee, komm, ich pull die Hirsche nicht. Wie gesagt, wir müssen jetzt keinen Riesenpuls machen. Wir können das alles nacheinander machen. Ich bin's einfach safe jetzt hier runter. Ich hab kurz überlegt. Wahrscheinlich wär's easy gegangen. Ist halt ein Exer halt ein bisschen blöd, ne, dass ich aus dem Feuerregen die ganze Zeit den Shit rausziehen muss, aber es hilft nichts, sonst heilt sich der ganze Käse. Ich mach's jetzt wie gesagt echt safe hier. Mit dem Blutflächen macht es, glaube ich, eh keinen Sinn, einen riesen Big Pull zu spielen. Holen wir wenigstens ein paar in die Dinge rein. Muss ich eh langsam laufen. Ich kriege jetzt zwar noch nicht übelst Schaden, aber wegen den Blutflächen. Es ist... Na klar, ich hätte wesentlich mehr pullen können, ne? Aber ich glaube, das passt schon so. 21 Debuffs von diesen blöden Störchen. Oh, fuck, da war noch einer am Leben. Ups. Ups, ich dachte, wir sind alle tot. Ich muss diesen Storch-Debuff ablaufen lassen. Okay, Storch-Debuff ist abgelaufen. Jetzt kann ich hier noch die anderen dazu pullen. Weil nichts ist ätzender, wenn du von dem großen Pull oben 40 Debuffs, bin hier runtergesprungen und die Störche, die haben mich, oder Kraniche sind's ja, die haben mich so auseinandergenommen, da war alles zu spät, die machen dann so viel Damage. Also jetzt kriege ich halt 60% mehr Damage, ne? Aber wenn du dann 40-50 Debuff hast, dann kriegst du halt mal irgendwo 500% oder so und dann wird das eine ganz üble Angelegenheit.
Geht der eine jetzt mal down hier? Die ganze Zeit den einen im Camp mit, der... Na gut, jetzt muss ich mal gucken, dass ich jetzt den Debuff wieder auslaufen lasse. Oder dann 93, hab 12 Stacks. Muss mal schauen, ob wir genug haben, aber wir haben jetzt 45%. 95. Ich glaube mal, die müssten genug bringen, oder? Müsste eigentlich gut hinkommen, wenn wir jetzt sogar 1% oder so zu viel haben mit den Viecher. Komm mal, kommen wir nur Inka rein. Beim Bossboy ist es eigentlich eh nicht. Weil, dass ihr sie ziehen wollt, kommt der Stun wieder hier. Obwohl, nee, das reicht doch nicht. Die bringen zu wenig. Die Viecher, oder? 2%? Na gut, wir müssen noch einen Kranich dann oben töten. Ja. Auf jeden Fall haben wir nicht overcapped. Oh, ich habe wieder Pot vergessen zu ziehen. Haut er mich gerade runter. Oh, da hat einer schon ein Ding ausgelöst. Wir haben jetzt eins weniger. Find shelter. Oder? Nee. Da waren zwei overlapped, ne? Ich dachte mir doch, sind es zwei? Ich bin jetzt mal ganz langsam reingepackelt, um zu gucken, ob das zwei sind. Da waren zwei genau nebeneinander, wie hier auch, ne? Das siehst du dann ganz schlecht. Ich dachte, jetzt hat einer schon eins weg ausgelöst. Oh, es hat gepasst. Find shelter. Ich wollte dem Worry extra das Nähere lassen. Das. Oh fuck, jetzt haben wir drei aufeinander. Das ist so dumm. Mit Melis hier. Ich brauche Wut, um ihn retten zu können. Wenn du so stackst, wenn die Teile gespawnt werden, ist halt richtig ätzend. Find shelter. Ich bin fast ein bisschen früh reingelaufen. Aber ich wollte zeigen, hey, das nehme ich, nicht, dass die anderen hintergehen. Nicht, dass wir wieder irgendwie Missverständnisse haben. Oh, jetzt sind sie auf einer Linie. Schick. Gott, richtig weg. Defensive Convoke noch gezogen. Ich hätte noch meine Inka ready. Ich spare ich für den Endboss, glaube ich. Nur 8 Minuten über. Eigentlich nur noch safe den Endboss runterspielen. Einen kleinen Mob brauchen wir noch. Und dann heißt Endboss. Das ist, na, keine Ahnung. Was bringt denn 1%? Die sind gut, er hat schon geedit. Die bringen jeder ein halbes. Naja, wir hätten auch einen Storch machen können. Aber gut. Ist eigentlich wurscht, ob wir dir oder jetzt was anderes machen. Gut, zurück. Das wäre natürlich nice, wenn wir den Interim spielen könnten. Eigentlich nur noch der Endboss. Es darf halt nichts verkackt werden beim Endboss. Eure kleinen Freunde
können euch helfen, Guan Sampi. Welche Chance habt ihr gegen mich? Also ich habe Front Right geschrieben. Gut, Heiler geht mit mir mit, passt. Ja gut, Endboss müssen wir halt noch machen. Defensive. Watch wave. Wieder weg. Alter, der Worry. Okay, der. Warte, das macht so wenig Schaden. Der Worry hat sich hitten lassen und ist nicht gestorben. Halbes Leben hat er nur verloren. Warum move ich überhaupt? Warum move ich überhaupt? Ernsthaft? Mal gesehen? Ich dachte mir, der Worry ist sicher tot. Ne? Watch wave. Hä, warum hat denn der Boss immer noch so viel Leben? Wir haben gar nichts runtergehauen. Fuck, ich muss rüber. Defensive. Das ist ja absolut gar... Hä? Bin ich jetzt irgendwie komisch? Ich habe meine Convoke dafür aufgespart, aber ich weiß nicht, ob das reicht hier. Nein, der Hunter rippt uns. Komm, Turtle, irgendwas. Nein, der Hunter stirbt einfach. Ich glaube, wir haben zwei verkackt, ne? Wo ist denn der Hunter? Run out. Defensive. Watch wave. Ah, fuck, da ist die Explo. Ich spiel lieber safe, lauf mal weg. Der Hunter schreibt my bad, ja. Sehe ich also. Run out. Was hat er geschrieben? Wo müssen wir hin? Defensive. Run out. Front left. Der bleibt einfach eiskalt stehen wieder, ne? Alter, warum hat er gar keinen Schaden gekriegt? Ich versteh's halt nicht. Front left, hat er gesagt, ist der Hunter. Es ist halt irgendwie immer, dass es einer verkackt, ne? Der falsche. Das ist das andere. Ach, kacke. Er hat geschrieben front left, ne? Und es ist nicht front left. Das ist jetzt saubelastend. Was ist denn der? Ich kann ihn nicht retzen, normalerweise. Da hinten liegt er. Hä? Aber normalerweise müsste das da sein, wo der Dude auch liegt. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kann nochmal potten. Soll ich die. Komm, ich bleib diesmal jetzt auch stehen und guck mir das mal an. Run out. Defensive. Watch wave. Ja, jetzt auch noch ein Dev-CD gezogen. Das Hämmern macht halt echt keinen Damage, ne? Kann ja voll drin stehen bleiben. Das juckt halt überhaupt nicht. 2% Leben verloren. Gut, ich hatte auch Inka an und Wall und alles, ne? Also, dass ich auf keinen Fall sterbe durch den Test. Run out.
Watch wave. Pack ich mir so rüber. Ist der Hand jetzt schon wieder gerippt? Oder haben... Nee, den haben wir nicht geretzt, ne? Never mind. Ich dachte, dass wir ihn zwischenzeitlich geretzt haben. Ja, nice. Der ist in time. 10 Punkte hat mir das gebracht. Das ist sehr gut. Ganzer Fight ohne Hunter. Ja gut, der hat halt auch, ne? Am meisten Tode. Oh, das Death Trinket wäre fein gewesen. Aber das war ein schöner Run. War ein schöner Run. Das hat mir nochmal gut Punkte gebracht. Vor allem habe ich jetzt nochmal einen eigenen Key. Oder was habe ich gekriegt? Ach komm, ich krieg Streets auf 21. Kann ich, nee, nochmal switchen kann ich nicht, ne? Streets habe ich halt schon auf 20 in time. I just go get a room at senior residence, schreibt dann. I'm stuck to run. Oh boy. Oh boy. Ja, schöner Run war das, wunderbar. Hunter schreibt, thanks for the carry. Naja, wenigstens. Seht das ein und nimmt's mit Humor. Gut, dann schauen wir mal. Vielleicht können wir noch einen laufen.